Hey Leute, Crymix hier, was geht ab mit Paul Berger? Herzlich willkommen zurück zur YouTuberinsel 2.0. In der letzten Folge sind wir hier in diesem geisteskranken Villager-Dorf gestrandet, haben alles gefinished oder alles, ich würde mal sagen, platt gemacht, Leute, und waren hier gerade am Looten und wir haben so eine übelst krasse Schatzkarte gefunden und diesen Schatz werden wir uns heute holen. Der Live-Chat ist natürlich hier auch wieder live dabei, der grüßt euch hier alle auf YouTube, also kommt in den Kickstream. Und der Live-Chat hat auch gesagt, dass dieser Schatz übelst krass wäre. Ja, wenn der Chat das sagt, dann glaube ich natürlich dem Chat. Wir looten uns mal noch schnell hier in im Dorf einmal durch, Leute. Guck mal hier. Oh, Schutzschuhe. Federfall, Leute. Ganz wichtig. Federfall brauche ich auf jeden Fall. Oh, das reimt sich sogar. Federfall brauche ich auf jeden Fall. So, ein paar Karottis für später noch, aber dann ist ja auch gut. Oh, Schutz. Alter, wir müssen doch eigentlich die mal in Amboss reinpacken. Schutz und Federfall. Das schmeckt doch, Freunde. Leute, unsere Rüstung. Die Rüstung ist hier zu wild. Zu wild, die Rüstung. Aber ich kann ja auch schon eigentlich gar nichts mehr in Rüstung weiter mitnehmen. So, unser Inventar ist wirklich komplett voll hier mit allem möglichen Loot. Ich weiß gar nicht mehr, was ich noch mitnehmen soll. Wir waren so krass auf Schatzsuche heute unterwegs. Wir könnten uns eigentlich hier mal... Warte mal, wir machen Trick 17, Leute. Wir machen Trick 17. Erstmal machen wir so unnötige Sachen wie Blumen weg. Dann nutzen wir direkt hier... ich wollte hier Ding machen. Wir müssen uns hier Brote machen. Wir müssen uns Brote machen. Aber ich habe hier nicht mal mehr Platz in meiner Workbench, Junge. Ich brauche einen größeren... Oh mein Gott. Wir brauchen hier einen größeren Ding. Rucksack. Wir brauchen unbedingt einen größeren Rucksack. Das geht hier so nicht mehr. So, so, so. Brote. Wir machen uns nämlich hier ein paar Brote, Leute. Da sparen wir nämlich Platz im Inventar. Trick 17. Bam. 32 Brote im Gepäck. Jetzt haben wir nämlich wieder schön ein bisschen mehr Platz hier in unserem Inventar drin. Okay, sehr gut, Freunde. Sehr, sehr gut. Gut, wir gehen jetzt weiter. Wir müssen, wie gesagt, das Dorf noch einmal komplett weglooten. Dann gehen wir, wie gesagt, auf Schatzsuche. Lasst ein Like und ein Abo da. YouTube-Insel 2.0. Ich höre hier immer noch irgendwo diese Pillager, Leute. Also das Dorf war ja auch wirklich in der letzten Folge, ihr habt es ja gesehen, komplett krank. Guck mal, da ist schon wieder der Axt-Johnny da unten. Da ist der Axt-Johnny. Axt-Johnny! Oh, das sind zwei Axt-Johnnys. Oh, da müssen wir aufpassen. Dann, oh, gut. Man darf die nicht unterschätzen, Leute. Ach du. Gold upflit in, man. Gold upflit in, man. Bro, wie viele sind denn jetzt auf einmal noch hier? Okay, damit habe ich echt nicht gerechnet. Geil, wir snipen die auf Distanz, bis die hier bei mir sind. Habe ich die weggesniped? Alter, ey, ich dachte gerade noch, ich sterbe. Ich dachte hier wirklich gerade, ich sterbe, Live-Chat. Das wäre es jetzt hier noch gewesen. Das wäre es jetzt hier noch gewesen. Ey, das sind zu viele. Das sind zu viele. Meine Pfeile bringen nichts. Okay, ein bisschen was bringen sie doch. Es sind trotzdem sehr, sehr viele. Digga, ist so ein Pfeile-Spam hier. Okay, das war wichtig. Das war sehr, sehr wichtig, dass ich die hier so weggespammt habe. Oh. Freunde, der Spam, der Bogenspam hat hier gecarried, muss man einfach so sagen. Oh, okay, ich glaube, wir haben jetzt auch gleich das Dorf durchgelootet. Dann gehen wir nämlich direkt auf Schatzsuche. Ich will hier keine Zeit verlieren. Vielleicht finden wir dann auch endlich mal so einen krassen OP-Loot. Ach, Digga. Junge, Johnny, Alter. Und wieder Axt-Johnny. Oh, der hat hier Emerys getroppt. Ein Amulett! Sprungkraft. Weil das Problem ist der Schmuck, ne? Das Problem ist, dass der Schmuck immer so schnell kaputt geht. So, hier in dem Haus waren wir nämlich noch nicht drin. Yo, Sch... Ja, weg mit dir. Schärfe 2 Schwert macht aber... Oh, das macht mehr Schaden als mein Dia-Schwert. Skelettkopf nehme ich irgendwie ganz gerne mit, aber wenn der Platz irgendwann nicht mehr reicht, würde ich das auch wegwerfen. Ich könnte ja auch am Amboss das Verbrennung und das Schärfe-Schwert zusammenlegen. Könnte natürlich auch krass sein. Rückstoßbann. Das bringt mir alles hier nichts, Leute. Ein paar Karotten noch mitnehmen für miese Zeiten. Aber ich glaube, wir haben das Dorf hier so langsam durchgelootet, sage ich euch ehrlich. Das war aber auch echt so ein riesengroßes Dorf. Also wirklich krank. Krank, wie viele hier waren. Geisteskrank. Das hat gar nicht aufgehört. Schärfe 2, Haltbarkeit, Rückstoß. Noch besser. Das heißt, wir machen jetzt hier uns ein Schwert. Kurz zusammen. Verbrennung, Ding. Ja, komm, 4 Level, easy. Juckt nicht, Leute. 4 Level juckt nicht. Und das macht jetzt hier schon echt gut Schaden mit Verbrennung und so auch. Oh, okay, Freunde. Ich glaube, so langsam haben wir jetzt wirklich hier mal alles gecarried. Ich nehme mir mal hier noch ein Bett mit, weil ich werde mir auf jeden Fall bei dem Dungeon ein Bett aufstellen. Ich werde mir auf jeden Fall bei dem Dungeon, bevor wir da reingehen oder diese, keine Ahnung, was wir da gefunden haben, von diesem krassen Schatz ein Bett aufstellen. Weil wer weiß, was uns da drin erwartet, sage ich euch ehrlich. Wer weiß, was uns da erwartet. Guck mal, hier geht's noch weiter. In den ganzen Häusern, hier war ich auch noch nicht drin. Ich höre hier auch schon wieder so welche. Wie geht's denn hier rein? Ey, das Dorf hört gar nicht auf. Das Dorf hört einfach nicht auf. Man kriegt halt hier leider nur Eisen. Das ist ein bisschen schade, dass es halt wirklich nur Eisen ist. Aber egal, Leute, was soll's.
Eisen ist besser als kein Eisen. Ich habe auch so viel verzaubertes Zeug. Ich kann eigentlich echt mal hier dieses Random-Zeug wegmachen. Nur noch das Verzauberte mitnehmen. Okay, weiter geht's, Leute. Wenn das allein hier schon so abging, ich will nicht wissen, was uns bei dem Schatz erwartet. Okay, Leute, mir reicht's. Das war's jetzt hier. Ich glaube, wir haben alles durchgelootet. Wir ziehen jetzt hier weiter. Okay, weil wir haben jetzt noch eine Mission. Wir haben eine Spezialmission, Leute. Wir haben hier eine Spezialmission. Und zwar die Karte. So, Explorer. Die Frage ist nur, ich glaube, also wir müssen zum... Wir sind der weiße Punkt und wir müssen zum roten. Ich glaube, wir müssen hier über den See, wenn ich die Karte hier richtig lese. Live-Chat, stimmt das, dass ich... Ich muss zu dem roten Punkt, oder? Und ich bin der weiße Punkt auf der Karte. Nehme ich jetzt mal an. Alter, sehe ich nicht wirklich, dass ich mich da bewege auf der Karte. Laufe ich in die richtige Richtung? Echt, hier irgendwo oben. Oben auf dem Berg ist hier vielleicht irgendwie noch so eine Spezialbase, wo ich so über... wirklich den Überloot bekomme. Den Übergottesloot. Also wir bewegen uns nach oben. Das ist richtig. Das ist schon mal richtig. Ist auch noch ein normales Dorf, weil ich glaube, ein normales Dorf ist hier schon gar nichts Besonderes mehr bei den ganzen Mods. Jo, was sind das hier für ein Biom? Wie krass sehen denn die Bäume hier aus? Plains. Und das hier ist ein... Oha, da ist ein Zombie. Sind hier Zombies kommen aus dem Wald raus? Warum sind hier Zombies im Wald? Alter! Die fleischfressende Pflanze hat gerade den Zombie auseinandergenommen. Guck mal, warte mal, ich lock den mal dahin. Guck mal, Zombie, wenn der Zombie da hinkommt... Guck mal, Achtung. Nein, ey, Zombie, hallo, Zombie, komm her. Zombie, hier, hier. Guck mal. Guck mal jetzt. Guck mal jetzt. Lol. Wo kommen denn hier die Zombies her? Das ist ein Zombie-Wald. Wie heißt das Biom? Tropical Rainforest, okay. Also wir bewegen uns nach oben, aber wir müssen noch weiter rechts langlaufen. Also Leute, das muss eigentlich hier sein. Boah. Aber auch hier eine schöne, eine ganz schöne Ecke hier, landschaftsmäßig. Alter, hier hätten wir bauen müssen. Guck mal hier in dieser Bucht mit den... Oh, das sieht hier richtig schön aus. Aber ich vergesse mal, dass wir hier mit unserem Spider-Man-Rucksack einfach so hochsliden können. Also wir müssten eigentlich gleich auf der Karte zu sehen sein. Wir sind schon sehr weit oben jetzt. Boah, habt ihr es gesehen? Wir haben Fallschaden gedodged, weil wir so... Schon wieder! Weil wir mit dem Spinnenrucksack an so eine Seite gesprungen sind. Digga. Einfach Fallschaden gedodged. Ah, Leute, guck mal, guck mal. Da passiert was. Da passiert was auf der Karte. Wir sind gleich da. Wir sind gleich da. Wir sind gleich an dem Ort angekommen. Ich habe keine Ahnung, was uns da erwartet. Gar keine Ahnung. Und ich habe auch gar keine Ahnung mehr, wo wir überhaupt gerade sind. Sehr weit weg von zu Hause. Sehr, sehr weit weg. Ja, 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 Leute, wir sind gleich da. Wir sind gleich da. Wir sind gleich da. Der weiße Punkt ist gleich bei dem roten Punkt. Es muss jetzt hier genau vor uns sein, aber was ist das? Das ist ein Piratenschiff, Leute. Oh mein Gott. Das ist ein Piratenschiff. Okay, das ist krass. Da sind bestimmt auch wieder so welche drauf, ne? Da sind bestimmt auch wieder so welche drauf. So Pillager, die einen angreifen. Ja, 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 das sind Pillager. Wir müssen ein Piratenschiff erobern, Leute. Das wird jetzt natürlich richtig schwer. Ein Piratenschiff müssen wir einnehmen. Alter, wie krass. Oh. Leute. Was? Wie heftig ist das? Was haben die dabei in der Hand? Die haben irgendwas Rotes in der Hand. Ich schlage vor, wir müssen jetzt überlegen. Wir werden uns unter Wasser ansneaken, uns da reinbauen und uns den Loot holen, ohne dass die mich bemerken. Ich hoffe, da ist OP-Zeug. Ich hoffe auch, dass da OP-Zeug ist, Freunde. Oh mein Gott, okay, Leute, warte, so machen wir es. Das ist unser taktischer Plan. So machen wir das, Freunde. Habe ich noch Platz im Ding? Nein, obwohl hier so... Ne, das kann ich da nicht reinlegen. Schade. So, warte, wie machen wir es? Ich stelle mal ganz kurz hier Workbench auf. Wir brauchen jetzt Türen, damit wir unter Wasser atmen können. Wir sneaken uns davon unter Wasser ran. Passt mal auf, was wir jetzt machen, Freunde. Die werden mich gar nicht bemerken. Ich sneak mir jetzt den Loot und die werden gar nicht wissen, dass ich da war. Okay, let's go. Einmal hier einen kleinen Zwischenstopp. Was ist denn da? Hä? Leute, da ist ja noch was Unterirdisches. Was ist das denn da noch? Ich nehme mal besser Goldäpfel noch ins Inventar. Okay, das sind irgendwelche Okay. Ist wahrscheinlich nur so eine Unterwasser-Ding. Aqua-OMG. Das ist Müll. Das hier ist Müll. Ja, das sind wahrscheinlich nur so Wasser-Zombies. Oh, oh. Stummkopf. Hab vergessen, dass ich Luft holen muss. Ihr denkt, ich mache das hier vielleicht ohne Plan. Aber Leute, ich habe einen krassen Plan. Ich habe einen sehr krassen Plan, wie wir uns da reinsneaken werden. Ich glaube, die bemerken mich schon. Ich glaube, die bemerken mich schon, Leute, weil ich... die machen hier schon mir zu viel Geräusche. Okay, wir haben uns da reingesneakt. Wir sind reingesneakt, Freunde. Wir sind auf Sneaky-Basis unterwegs. Okay, wir sind jetzt direkt unterm Deck. Wir sind direkt unterm Deck. Die Frage ist jetzt nur, wo fängt hier der gute Loot an? Wo fängt hier der Baba-Loot an? Okay, wir stehen hier unter Deck, Freunde. Was sagt ihr, Live-Chat? Live-Chat. Freut Support. Oh, ey, nein, die sind hier über mir. Hä?
Ich sehe hier gerade nicht durch. Wir sind doch eigentlich voll unter Wasser, oder nicht? Hä, da ist gar kein krasser Loot hier unten im Schiff drin. Das sieht hier so aus, als wäre da so heftiger Loot im Schiff, aber ist gar nicht. Das heißt, wir müssen irgendwie auf das Schiff drauf. Und da habe ich jetzt aber Angst, attacked zu werden. Was ist da für ein Feuer? Die stehen da, Leute. Die stehen da. Da ist ein Spawner. Die haben da einen Spawner. Da ist ein Spawner drin. Ich versuche hier gerade an die Kiste und an den Spawner ranzukommen. Ohne, dass die Trottel mich bemerken. Ich habe den Spawner abgebaut. Digga, einfach outplayed. Einfach outplayed. Einfach outplayed. Guck mal, die können nichts machen. Die können nichts machen. Die können nichts machen. Digga, habe ich die hops genommen. Okay, erstmal hier. Ersten Raum geklärt, Leute. Ersten Raum habe ich geklärt. Okay. Kiste ist schon mal weg. Das Ding ist, wir müssen jetzt natürlich überlegen, gibt es da noch einen zweiten Raum? Gibt es jetzt hier noch einen zweiten Raum, den wir klären müssen? Ist das Schiff so aufgebaut, dass hier einen zweiten Spawner gibt? Oder war es das jetzt? Weil dann würde ich nämlich sagen, machen wir einfach die gleiche Taktik. Machen wir hier nochmal die gleiche Taktik auf der anderen Seite. Captain-Raum. Achso, das war gar nicht... War das hier gar nicht der Captain-Raum, oder was? Ich würde sagen, wir machen das einfach nochmal auf der anderen Seite genauso. Okay, also das ist nur... Das war nur einer von vielen Räumen gewesen hier. Okay, da stehen ziemlich viele auf dem Deck drauf. Ey, Digga, ich nehm die aber auch zu sehr hops, ne? Atmung, auch wild. Nehm mal Atmung mit. Ja, Schwarzpulver, was soll ich mit dem ganzen Schwarzpulver, Leute? Egal, wir packen es ein. Ey, hier ist schon ein krasser Loot, muss man schon sagen. Oh, da ist ja noch eine Kiste. Was haben die denn da in der... Ach, die haben so Special-Gift-Pfeile oder so Schadenspfeile oder so. Die haben so richtig Special-Zeug, schusssicher. Okay, wir kriegen hier sehr viel schusssicher. Vielleicht sollten wir das benutzen. Ey, Leute, ich kann hier kein Eisen mehr mitnehmen. Das ist zu krass. Schärfe 3, komm, egal. Weil wir sind so voll gepackt mit Loot, Alter. Unfassbar, das ist unfassbar, Leute. Dann nehmen wir das Gold hier natürlich auch noch mit. Wir nehmen alles mit, was wir kriegen können. Aber Leute, wir nehmen die schon sehr krass hops. Guck mal, ich konnte bis jetzt, hat mich noch nicht einer angegriffen. Weil wir das so schlau spielen. Wir spielen das hier einfach so schlau. Ich habe echt ein bisschen Respekt vor den Dingern hier gerade mit ihren Giftpfeilen gleich. Ich glaube, die werden mich hops nehmen, habe ich das Gefühl. Die werden mich hier hopsen. So, weg mit dir. Sehr gut. Okay, wenn man halt von vielen getroffen wird, wird es halt... Warte mal, die stehen... Oh, warte mal. Leute, ich wäre doch nicht iCrimex. Ich wäre doch hier nicht iCrimex. Die stehen doch hier alle auf einem Fleck. Die stehen doch hier so richtig schön alle auf einem Fleck. Oh, was haben wir denn hier noch? Honigflaschen. Braucht man das, Honigflaschen? Guck mal, was ich jetzt hier mit denen mache. Guck mal, was ich jetzt hier mit denen mache, Leute. Ich muss jetzt natürlich nur gucken, dass ich hier schnell genug abhaue. Okay, Freunde, seid ihr bereit? Wir klären das iCrime im iCrimex-Style. okay. Ich habe einfach das halbe Schiff weggebombt, aber ich glaube, es hat funktioniert. Alter. Da waren es auf einmal nicht mehr so viele von denen. Und vor allem, die sind wahrscheinlich auch alle gefühlt One-Hit, weil die alle Todesschaden bekommen haben. Also das war smart. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber das war 10 von 10 smart. Das war 10 von 10 smart, was wir hier gerade gemacht haben, Live-Chat. Digga. So, und jetzt können wir nämlich ganz entspannt das ganze Schiff hier auseinander looten. So. Fertig. Haben wir das ganze Schiff hier platt gemacht. Ein Gunpowder... Können wir mal das Gunpowder mitnehmen, so. Keine Ahnung, wer weiß. Vielleicht irgendwann müssen wir ja mal gegen Alphastein Krieg führen. Aber Loot, also ja, ist natürlich jetzt kein schlechter Loot gewesen, aber war jetzt nicht so, dass ich sage, wow, war der Loot jetzt OP. War leider nicht so.
Aber nichtsdestotrotz, Leute, haben wir übelst viel krassen Loot auf jeden Fall abgesneakt. Also ich will mich gar nicht beschweren. Ich will mich hier gar nicht beschweren. Aber ich habe trotzdem irgendwie so ein bisschen gehofft, dass da noch was Krasseres kommt. Sollen wir das Unterwasser-Ding? Komm, wir gucken uns das an. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass bei dem Unterwasser-Ding, das ist ja so Standard-Minecraft hier, glaube ich. Ich glaube, das hier so Standard-Minecraft. Ich glaube nicht, dass jetzt hier noch was Krasses kommt, Freunde. Aber wisst ihr was? Wir testen einfach mal. Vielleicht ist da ja noch was Krasses. Okay, komm, jetzt gehen wir mal rein da. Wir gehen da jetzt mal rein. Aber der war schon, also der eine fand, ich fand ihn schon stark. Ich fand ihn schon sehr stark. So, kurz auf entspannt reingesurft. Und rein da. Aber Leute, also ich glaube, das ist hier wirklich so Standard, Standard Minecraft. Da war gerade schon mal nichts in dem Gebäude. Ich glaube, das ist Standard Minecraft. Lol, eine Schatzkarte. Digga, hallo. Ich werde hier gehopst, Wie viele? Ich will die Schatzkarte noch haben. Das ist aber, weil mein Inventar auch immer voll ist. Aber das wird halt so eine Standard-Minecraft-Schatzkarte sein, ne? Nothing special. Okay, komm, Rückzug. Da ist eine Kiste. Ja, ja, hab ich doch. Hab ich doch geholt. Oh. Oh Gott. Freunde. Langsam. Oh, was ist das denn? Ist das eine Qualle? Kriegt man da irgendwas Besonderes von den Quallen? Weil ich hatte auch vorhin gesehen in dem einen Haus, wo wir waren. Auch so eine. Wir nehmen die mal mit. Da war eine Kiste. Ja, Leute, aber da wird nichts Besonderes drin gewesen sein. Wir haben jetzt schon die Schatzkarte. Das ist Standard Minecraft. Das ist Standard Minecraft, Leute. So, oh mein Gott, Leute, wir haben hier alles hops genommen, auf jeden Fall. Leider, ich fand, der Loot war okay, aber wir haben jetzt immer noch nicht den geisteskranken OP-Loot. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wo wir hier vielleicht krassen Loot herbekommen. Lasst ein Like und ein Abo da und dann würde ich sagen, Leute, wir sehen uns morgen wieder in alter Frische und bis dahin, haut da rein, Leute, euer Crymax.